Für Chris und mich ging es letzten Samstag zum A1 eSports Festival hier in Wien. Wir sind jetzt beim Vienna Center angekommen und wir gucken jetzt mal, was es da drin so gibt. Ob es da ein bisschen A1 und ein bisschen eSport gibt? Nee. Ein eSports Festival wird hoffentlich mega nice werden der Tag. Ich habe schon gesehen, es sind richtig viele Leute da auf den ganzen Social Media Postings. Es sind richtig viele Turniere auch. Ja. Wir haben League of Legends, wir haben Valorant, wir haben... Valorant. Nein, wir hatten noch Brawl Stars, wir hatten Smash. Super Smash Bros, genau. Es sind ja auch ein paar hier, Austrian Force spielt, Venice Team spielt, also es wird auf jeden Fall was zum Anschauen geben. Okay, wie heißt diese Straße? Aristides de Sosa Mendes. Aristides de Sosa Mendes Promenade. Gibt's erstmal Food. Es gibt einfach. Ich hab schon weggesnackt. Ja, ja, es gibt einfach ein Bowl Place, das ist so sick. Schmeckt's? Warte. Taste Test. Ein Good Soup. Dann ging es für uns auch schon Richtung Halle, denn das LOL-Game von Austrian Force steht da. Was nennt sich Schuh? Das Bein? Fuß? Und Austrian Force hat dann tatsächlich gewonnen und die Series und damit das Finale für sich entschieden. Haben wir gesagt, wir machen das. Nichts anderes erwartet. Hast du mal wirklich persönlich erzählt? Schaut mal, wen wir gefunden haben. Hallo. Hi. Und was habt ihr so Schönes gemacht bis heute? Ich glaube, der Brawl Star Cast war mega, mega geil. Und ja, jetzt hier die Halle genießen. Es passiert hier überall irgendwas. Crazy. Und eine kleine Musikpause darf natürlich auch nicht fehlen. Ich bin bereit für Escalante Valorante. Der Mann da spielt mit seinem eigenen Team im Finale. Ja. Und wir werden das Ganze wunderbar bärlichstens dann im Publikum anschauen. Jetzt geht's los. Sicher, was WWE Sports gesucht hat, schleicht sich um die Ecke durch das Morgen, wer diesen Tanz vollführt. So guys, Bini eSports hat in Valorant das allererste Match, jetzt also die allererste Map für sich entschieden. Sie haben Lotus gespielt, was eigentlich die Map von SSP war. Das heißt, sie haben den gegnerischen Pick jetzt gewonnen, was mega geil war. Und das war richtig, richtig, eigentlich ziemlich eindeutig. Ich glaube 12-5 ist es ausgegangen. Jetzt genau das gleiche noch einmal. Okay, ganz kleines Update während des Games. Bini eSports hat also die erste Map gewonnen. Und auf der zweiten Map waren sie jetzt irgendwie 8-5 vorne oder so. Plötzlich bleiben alle SSP-Spieler stehen und haben irgendeine Art Disconnect oder PCs sind ausgefallen. Auf einmal, also irgendwann hat er einfach den Stecker gezogen, legit. Die Runde selber wurde geremaked, das heißt, Wien eSports hat natürlich die Runde gewonnen, weil die Spieler nur rumgestanden sind. Das heißt, 8-5 geresettet und seitdem gewinnt SSP nur noch jede Runde. Das heißt, ey, die müssen nicht mehr zusammenreißen, die Jungs. Das Momentum ist gerade voll weg. Ist komplett im... Aber das ist so... Ich hoffe einfach, sie holen das noch. Sie haben so gut angefangen. Es ist auch richtig kreativ, also was jeder zusammenspielt, das so ist nicht legit. Teamplay, wunderschön. Wien eSports hat es dann tatsächlich nach langem Hin und Her und vielen Pausen geschafft, die Series für sich zu entscheiden. Und das war dann auch kurz nach Mitternacht das Ende des A1 eSports Festivals. Um den Abend gebührend ausklingen zu lassen, haben wir uns dann noch in eine Karaoke-Bar verirrt. Und vor allem der gute Krokoboss hat es absolut gefühlt. Vielen Dank fürs Anschauen, vergesst nicht ein Abo oder ein Like dazulassen, falls euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal.